Moin, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Letztes Mal haben wir, ich weiß gar nicht mehr genau wie es heißt, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Letzte Folge haben wir Zorn des Roten Adlers gefunden. Und jetzt besteht unsere Aufgabe darin, das Geheimnis vom Grab des Roten Adlers zu lösen. Da wollen wir uns jetzt mal hinbegeben. Ich habe gerade schon mal geguckt auf der Karte, ist hier ganz in der Nähe. Dürfte wahrscheinlich dieser Felsen hier sein, nur auf der anderen Seite. Nehme ich jetzt mal an. Ja, gut aus. Ist hier Gegner? Das schauen wir nicht. Sieht aber böse hier aus. Na gut. Wollen wir mal reingehen und gucken? Oh ja, Pilze, Pilze und Lavendel. Mensch. Findet man auch nicht allzu häufig in solchen Bienen. Ach, das ist wirklich wieder mal ein Paradies für mich. Pilzen. Und wenn für euch jetzt noch Erze dazukommen, dann ist er das Schlimmste für euch. Seht ihr mich nur noch am Erze klopfen und Zutaten einsammeln, beziehungsweise Pilze einsammeln. Oh. Die ist ein bisschen tot. Der Abenteurer hier. Legende des Roten Adlers ist er dabei. Gucken wir erstmal hier noch ein bisschen durch. Nehmen wir uns die schöne Pilze mit. Gibt es hier einen Gegner, Freunde? Eigentlich müssten wir uns jetzt nochmal das Buch mit dem Roten Adler durchlesen. Sieht mir aus wie eine Tür. Na, bestimmt, wenn ich das Buch ablege oder so. Das Schwert ablege. Ablege Zorn. Passiert da bestimmt was. Und hier noch ein bisschen. Und da oben. Dann haben wir es auch schon. Ja, komm. Gut. Soll reichen. Wir sehen von dir. Okay. Sag ich doch, das geht da hinten. Aber kann ich es wieder mitnehmen? Okay, es geht direkt instant wieder zu. Gut, dann muss ich, wenn ich wieder rausgehe, vielleicht daran denken, es mitzunehmen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Hier kann ja im Grunde gerade mal Untote keiner sein. Ja, bis auf Untote. Ich hab gesagt. Wem bekomme ich es gleich zu tun? Wer kommt da oben aus dem Sarg raus? Sag ich doch. Na, mit wem habe ich das Vergnügen? Roter Adler. Okay. Mr. Roter Adler. Oh. Die restlichen Skelette haben so dann auch keiner Lebenskraft mehr. Und fallen zusammen. Das ist schön, dass die alte Nordpfeile hier dabei haben. Und dann gucke ich mir nämlich erstmal die ganzen Skelette an, bis ich mir den roten Drachen angucke. Waren das nur die? Na gut. Roter Adler, nee, roter Adler, nicht roter Drache. Ja, nehmen wir mit. Herrlich. Und heftiger Heilungstrank. Geldbeutel. Geldbeutel. Seelensteine. Begräbnisurne mit Gold.
die Truhe suchen. Jagdbogen des Frostes. Gold. Hellsehen. Kann ich hellsehen schon? Objekte. Bücher. Hellsehen konnte ich nämlich noch nicht. Sehr schön. Jetzt können wir es. Und dann sind wir ja mit der Quest fertig, oder? Oder geht die noch weiter? Nein, sie ist fertig. Tatsächlich. Ich habe es geschafft. Und kann das Schwert auch wieder mitnehmen. Wenn, weiß ich ja, wo ich es finden kann. Muss ich aber erstmal dran denken, aber ich glaube, ich möchte hier auch gar nicht mehr zurück. Aber das weiß man ja nie vorher. So. Es geht wieder zurück nach Himmelsrand. Und dann können wir gucken wir uns jetzt mal an, was wir hier noch als nächstes machen wollen. Untersuche das abgebrannte Haus. Ach komm, lass uns mal das abgebrannte Haus in Mordhall untersuchen. Mal sehen, was das dort ist, was da zu tun ist. Das Haus habe ich schon gesehen, das steht hier links. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Da hinten nämlich. Das ist tatsächlich abgebrannt. Oh. Wer ist da? Seid ihr das, Vater? Wer seid ihr? Helgi. Aber Vater sagt, dass ich nicht mit Fremden reden darf. Okay. Seid ihr ein Fremder? Hat dein Vater recht? Nein, ich bin ein Freund. Wisst ihr, was mit eurem Haus geschehen ist? Der Rauch hat mich aufgeweckt. Es war heiß und ich hatte solche Angst. Also habe ich mich versteckt. Dann wurde es kalt und dunkel. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Aber ich bin allein. Wollt ihr mit mir spielen? Wenn ich mit euch spiele, sagt ihr mir dann, wer das Feuer gelegt hat? Gut. Spielen wir Verstecken. Wenn ihr mich findet, verrate ich es euch. Na gut. Wir müssen aber warten, bis es Nacht ist. Die andere spielt auch mit und sie darf vorher nicht rauskommen. Die andere? Wovon redet ihr? Kann ich euch nicht sagen. Sie könnte mich hören. Sie ist ganz in der Nähe. Wenn ihr mich zuerst findet, kann ich es euch verraten. Macht mir ja schon ein bisschen Angst. Finde. Sie will. Große Dunkelheit. Warten wir mal 13 Stunden. Und gucken mal, ob wir sie finden können. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Ich hoffe, dass sie dann hier in Mordhall wenigstens ist. Okay. Lustiges Versteckspielen. Wenn ihr etwas wahrscheinlich mit dem an Jan einem Ort, habt, solltet ihr zuerst mit mir an dem nicht so viele Leute sind. Würde ich jetzt mal annehmen. Die Dunkelheit ist schon angebrochen, oder? Das wird doch Habt ihr Lilek gesehen? Habt ihr meine Frau gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Aber du stehst im Busch, du Trottel. Also gut. So. Wo könnte sich die Kleine hier versteckt haben. Vielleicht hier. Oder ist es noch nicht spät genug? Mach nochmal 2 Stunden. Es dürfte jetzt eigentlich keiner mehr hier sein. Es ist mitten in der Nacht. Okay. Wo kann sie stecken? Wir gehen jetzt hier mal Mordhall systematisch ab, würde ich sagen. So. Hier oben vielleicht. Hier hinten.
besser gesagt. Oh. Hey! Fangt ihr jetzt an zu heulen? Lilith? Gnade. Du wirst gesucht, Lilith. Ja. Oh, das tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Du wirst gesucht von deinem Mann. Ihr habt mich gefunden? Lilith hat mich auch gesucht, aber ich bin froh, dass ihr mich zuerst gefunden habt. Wo ist sie? Man hat Lilith gesagt, dass sie meine Mami und mich verbrennen soll, aber sie wollte nicht. Sie wollte mit mir spielen. Immer und ewig mit mir spielen. Sie hat mich auf den Hals geküsst und mir wurde so kalt, dass das Feuer mir nicht einmal mehr wehgetan hat. Lilith hat geglaubt, dass sie mich behalten kann, aber das gilt nicht. Ich bin ganz verbrannt. Versteht gar nichts mehr. Ich bin müde. Ich werde jetzt eine Weile schlafen. Mach das. Sie ist tot. Er ist mir spart. Sie ist ein Vampir. Ja. Sie ist tot. Lilith ist tot. Was könnt ihr mir über eure Frau erzählen? Lilith? Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lilith. Ist euch etwas Seltsames aufgefallen, bevor sie gegangen ist? Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht, obwohl sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Sie haben sich vielleicht doch getroffen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch bei den Göttern. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren. Nochmal von vorne. Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ignorieren dürfen. Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Vielleicht hat Lilith ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen. Okay, untersuche Alvas Haus. Ich hoffe, Alva ist nicht die, für die ihr sie haltet. Okay. Ich muss gerade nebenbei ein bisschen auf mein Handy gucken. Tut mir leid, ich habe gerade etwas Wichtiges zu klären. Aber es dürfte gleich wieder gehen, beziehungsweise ich sollte gleich fertig sein. Das ist das Haus da, ne? Ja. Perfekt. Okay, man sollte man am besten dabei nicht sehen. Ah. Hey. Au. Warum greifst du mich an? Hab euch. Aha. Lass es. Tut mir sehr leid, Roger, aber du hast mich angegriffen. So. Oh, Alvas Tagebuch. Zeige dem Jarl Alvas Tagebuch. Ja, das nehmen wir doch mal mit. Das ist ein Sarg. Okay. So, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz eine Nachricht reinschreiben. Kleinen Moment. Gut, das war's schon. Mehr musste ich nicht machen. Hier backt man so ein bisschen durch. Okay, dadurch, dass ich aber hier keinen anderen mehr habe, möchte ich mir hier ein bisschen Zutaten mitnehmen, ne? Er braucht es ja eh nicht mehr, würde ich jetzt mal so behaupten. Ein bisschen Gold noch mitnehmen. Hier drinnen nichts Gescheites. Auch hier ist nichts Gescheites drinne. Nur noch vielleicht hier im Schrank. Nein. Gut. Ah, hier, Schneebären. Und Troll.
Drosselei sowie noch ein Drosselei. Das ist eigentlich noch ganz gut. Das habe ich nochmal mitgenommen. Kopfgeld dürfte ich hier jetzt nicht haben, weil mich hat hier da unten in dem Keller keiner gesehen. Und jetzt muss ich zum Jal gehen, der bestimmt wieder beim Pennen ist. Ja, hier ist irgendwie immer noch ein Pennen. Na komm, steh auf. Mit geschlossenen Augen. Komischer Miene. Ist Horger unschuldig oder nicht? Alva hat das Feuer gelegt. Sie ist die Mörderin. Alva? Ich hätte nicht gedacht, dass sie dazu imstande wäre. Oh, sie ist eine Vampirin. Sie sollte die Stadt unterjochen. Ich nehme an, das könnt ihr beweisen. Solche Anschuldigungen kann man nicht vorbringen, wenn man keine Beweise hat. Ja, ich habe Alvas Tagebuch. Dann stimmt es also. Diese hinterlistige Schlange. Ja. Mortal ist euch etwas schuldig. Mhm. Hier. Euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Ja. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movart, einen Meistervampir, von dem ich dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Ah ja. Führt sie zu Movarts Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Okay. Bis zum nächsten Mal. Dann wollen wir jetzt mal den Vampirmeister erledigen. Bringt uns zu Movarts Lager. Okay, erstmal töte den Vampirmeister. Wo ist das? Hier um die Ecke. Okay, wir laufen. Ja. Tötet den Vampir. Los, auf geht's. Folgt ihr mir? Ja, ihr müsst mir schon hinterherkommen, wenn ihr den Vampir töten wollt. Auch wenn mir das eigentlich gar nicht gefällt, dass sie hier mitkommen. Obwohl, und die Drecksarbeit machen. Aber ich muss noch mal einmal mit euch sprechen. So wie ich das bei dem anderen gemacht habe. Sie ist tot. Lilith ist tot. Wollt ihr mir helfen, den Vampir zu töten? Ich will Rache für meine Frau. Rache für Lilith. Okay. Wir marschieren zu Movarts Lager, ob ihr nun mitkommt oder nicht. Okay. Ja, das ist okay. Da ist Persönliches im Spiel. Da will ich auch gar nicht sagen, dass du nicht mitkommen sollst. Obwohl ich trotzdem lieber alleine gegangen wäre. Lager. Ist hier direkt einer? Nein. Hier ist noch keiner. Aber hier wird es Pilze. Ups, den konnte ich nicht mitnehmen. Okay. Bitte bleibt draußen. Bitte wartet draußen. Kann ich hier drinnen nicht gebrauchen. Spinni. Noch ein Spinni. Scheinbar kommen sie aber gerade tatsächlich nicht mit. Das finde ich gerade ganz gut. 1133 alte Nordpfeile. Session. Gegen Spinnen kämpfen. Ich mag ihn nicht so gerne. Ich finde jetzt Spinnen nicht weiter schlimm. Keine Angst vor Spinnen. Aber Spinnen sind nervig. Hier im Spiel. Hat er mich kurzzeitig gehört, aber in der Zeit konntest du dich nicht. Wäre auch echt zu schade gewesen, wenn du das gekonnt hättest.
denn hier weiter? Oder was? Was war das? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Hä? Oder doch hier hinter? Hier geht's doch gar nicht entlang. Wie komme ich denn da rein? Oder wie komme ich weiter, besser gesagt? Ach, hier entlang. Den Weg habe ich gar nicht gesehen. Sieht aus, als hättet ihr noch ein wenig Gold in euren Taschen, nicht wahr? Hm? Wer spricht? Wo? Wo vor allem? Da bist du. Sehr schön. Wie komme ich denn zu dem anderen, der da noch war? Oh, den habe ich aber genau ins Herz geschossen. Oh. Hier liegen so ein paar. Oh doch, dort ist Dietrich dabei. Den schnappen wir uns. Hier ist noch ein Trank, den man brauchen kann. Irgendwann mal vielleicht. Wenn ich die Ausdauertränke nie wirklich benutzt habe bisher. Ich glaube, ich habe noch nie einen Ausdauertrank benutzt. Im gesamten Spiel. Oben lang gehen ist bestimmt sinnvoller. Du bist der Anführer. Morvat. Bleib auf deinem Thron sitzen. Na so. Ist da jemand? Ja. Hier ist jemand. Ist da jemand? Jemand da draußen? Oh mein Gott! Eberschwanz! Oh. Liegen bleiben. Ist ja auch bescheuert, dass ich ihn dann gleich hätte töten können. Finde ich ein bisschen schade. Illusion verbessert. Sehr gut. Hätte ich eher einmal Morvat-Stiefel. Sind die besonders? Gucken wir uns doch mal an. Kleidung, Morvat-Stiefel. Schleichen wird um 15% verbessert. Ja, das ist natürlich geil. Gegner? Hm? Alva! Liebe Dame, du bist's. Also dir muss ich bestimmt gleich noch. So. Und der jetzt hinterher. Tolle Sachen hast du jetzt aber nicht dabei, du lieber Meister. Da ein paar Geldbeutel von dir stehen. Die ich natürlich mitnehme. Aber das hast du jetzt nicht zu bieten. Und Alva? Alva muss eigentlich dafür bezahlen, was die getan hat, oder? Versuche ich jetzt noch einmal anzusprechen. Was braucht ihr, Augenweide? Oh, sie hat mich Augenweide genannt. Letzter Fehler. Alvas Mann ist auch tot. Alva hat das Haus angezündet.
Skelett zu einem Vampir gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt hier zurück. Oh. Hab ich gesehen. Der Vampirdiener. Oh. Ja, sterb einfach. Ist besser. Besser. Stirb. Einfach. So. Starkes Gift. Da zu dem Punkt. Geldbeutel. Sagenpfeile. Aber der hat sich gelohnt, weil er hat Pfeile bekommen. Ne? Ist da jemand? Wer ist da? Ja, ich denke, wenn du so einen tötest, dann hast du das Verlies geschafft. Jetzt geh endlich drauf. Und du kriegst ja nicht weg. Das. War ich schon wieder zu schnell. Nennen wir schnell. Bin einfach wieder drauf losgerannt. Schreibfehler wollte ich nicht. Fass ist leer. Heilungstrank. Okay. Ist es sonst scheinbar nicht. Aber wie kommt man zu diesem Eingang, der da oben war? Doch, hier geht's rechts. Nichts raus. Ducke mich schon mal vorsichtshalber. Nicht, dass hier gleich auch noch ein Gegner auf uns wartet. Ne, hier geht's hier runter. Genau, perfekt. Gut, gut, Knut. Dann hätten wir das auch erledigt und geschafft. Alva habe ich getötet. Aus gutem Grund. Sie hat ein Kind umgebracht. Oh. Mutter ruft nach mir. Zeit für mich zu schlafen. Ich bin so müde. Danke, dass sie sich jetzt besser fühlt. Ich habe meinen Satz gar nicht gesagt, den ich sagen wollte. Okay. Aber gern geschehen, Helgi. So, Freunde der Sonne. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wir sind fertig hier. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles. Verstanden? Die jetzt da reingehen? Gefährlich aus. Wollen die jetzt da reingehen? Ja. Das war irgendwie furchterregend. Und es gibt überall Vampire? Nein. Feiglinge. Jetzt nicht mehr. Wir müssen die Vampire töten. Sie sollen büßen. Natürlich. Aber warum soll er nicht zuerst reingehen? Ja, ich war schon drinne. So. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Dann kann ich ja jetzt wieder zurück. Nach Mortal. Schnell reisen. Geht schneller. Und Bericht erstatten. Werde ich jetzt Tane von Mortal, weil ich so nett war, durchgeholfen habe. Nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Der Vampirmeister Morvat ist tot. Bei den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. 800 Gold, super. Baut ihr noch etwas Manial? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen. Ja, das kennen wir ja schon. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist.
Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich wäre mir eine Ehre. Zwei von drei Einwohnern haben wir schon geholfen. Den restlichen werden wir bestimmt auch noch mal irgendwie schaffen. So. Damit hätten wir das erledigt. Und das nächste Mal gucken wir mal, was wir machen. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis dahin würde ich sagen, ciao.